Helene Fischer, ein Superstar mit 29 Jahren. Wo sie auftaucht, geben Fotografen, vor allem männliche, alles. Helene Fischer, 1,60 Meter groß, soll jetzt dieses 300 Meter lange Kreuzfahrtschiff in Hamburg taufen. Für die Wiesbadenerin eine Herausforderung. Festgebunden an diesen Ballon soll sie über das 60 Meter hohe Schiff schweben. Doch der Wind macht Sorgen und die Taufe gefährlich. Wir treffen den Star an Bord in der Helene Fischer Suite. Knapp 70 Quadratmeter groß. Für jeden Passagier buchbar ab 3.000 Euro die Woche. Dafür aber auch von Helene Fischer eingerichtet. Die Suite ist schon sehr persönlich, muss ich sagen. Denn man findet nicht nur ein persönliches Bild von mir unterschrieben, sondern ich habe eben auch aus meinem eigenen Zuhause ein Bild, habe ich es einfach hergegeben, weil ich dachte, es passt wunderbar hier rein. Und das ist aus einer Thailand-Reise habe ich das mitgenommen. Viel Urlaub macht sie derzeit nicht, erzählt die Schlagerkönigin. Aber wenn sie mal frei hat, dann gibt es für sie nur ein Ziel. Also ich liebe das Meer, seit ich klein bin. Und ich mache auch ehrlich gesagt die meisten Urlaube weit weg. Also ich liebe Fernreisen und meistens zieht es mich auch in die Sonne ans Meer. Ich fahre zwar auch gerne Ski, aber das Meer ist schon absolut meins, ja. Und wen würde sie auf einer Kreuzfahrt mitnehmen? Also ganz wichtig natürlich einen lieben Menschen, ob es aus meiner Familie ist oder Florian. Es ist schon schwierig, da fängt es schon mal an. Also eine Person, gut, dann ist es natürlich Florian. Gemeint ist Moderator und Sänger Florian Silbereisen. Seit 6 Jahren sind sie ein Paar. 2006 veröffentlichte sie ihr erstes Album, im vergangenen Jahr ihr 6. Fast alle Alben wurden Nummer-1-Hits. Zur Taufe sind viele Prominente angereist, darunter auch Helene Fischer-Fans. Sie macht einen wunderbaren Spagat zwischen einer Musik, die eigentlich nicht für 16-Jährige ist und die sie aber unglaublich adorieren und unglaublich lieben, was ich so weiß aus dem Bekanntenkreis meiner Freunde, meines Sohnes. Und mir gefällt sie auch sehr. Also ich bin ehrlich gesagt kein Schlager-Fan, aber ich finde Helene Fischer toll. Ich habe sie mal kennengelernt persönlich und finde, dass sie einfach eine unglaublich gute Ausstrahlung hat. Eine tolle Frau, die ganz viel Power hat, die aber ganz nett ist. Man hat das Gefühl, sie meint es auch wirklich ernst. Helene Fischer ist natürlich jetzt ein kleines, großes Sternchen auf dem Schlagerhimmel, das nicht wegzudenken. Dann würde ich sagen, Mensch Silbereisen, hast du Glück gehabt. Du hast dein Glück schon für das ganze Leben aufgebraucht. Okay? Der HR drehte vor 10 Jahren mit Helene Fischer einen Film über ihre Gesangsausbildung. Damals war sie 19 und keiner ahnte, dass sie mal so erfolgreich werden würde. Denn berühmt wollte sie gar nicht werden. Also berühmt in dem Sinne von so ein Star zu sein und dass mich alle anhimmeln oder dass ich so, eigentlich nicht, weil ich bin eher so, wenn ich Musik mache oder auch Sängerin, dann mit Gesang irgendwie weiterkomme, dass ich die Leute damit berühre, auch mit meinen Texten, mit meinem Gefühl und Schauspiel halt genau dasselbe. Jelena Petrovna Fischer wurde in Sibirien geboren. Mit ihren Eltern wohnte sie zunächst in Bad Kreuznach, später in Wiesbaden. In Frankfurt ging sie zur Musicalschule. In Darmstadt hatte sie ihre ersten Auftritte. Mein Name ist Helene Fischer. Ich habe die Rolle der Roxy Hart aus dem Musical Chicago vorbereitet. Wissen Sie, manche Männer sind wie Spiegel. Wenn ich mich in Amos Gesicht sehe, bin ich immer wie ein Kind. Helenes Mutter ist damals schon sehr stolz auf ihre Tochter. Dieser Traum, das hat sie schon in Russland gehabt, als kleines Kind. Sie war noch 3 Jahre alt, hat immer gesagt, ich werde Artistin, das ist auf Russisch, Artistka, Schauspielerin. 3 Jahre nach diesen Aufnahmen wird sie entdeckt und startet durch, als Schlagerstar. Zurück zur Taufe. Der Wind ist immer noch stark. An diesem Ballon will Helene Fischer gleich über das riesige Schiff schweben. Sie steht hinter der Bühne, wartet auf ihren Auftritt. 2000 Ehrengäste und mehr als 10.000 Hamburger drücken die Daumen, auch viele Promis. Ich wünsche ihr, dass die Flasche, die sie gleich am Bug zerschellen lässt, auch wirklich kaputt geht. Weil wenn sie nicht kaputt geht, schlechtes Omen. Handvoll Wasser unterm Kegel, würde ich mal sagen. Ne? Viel Glück, natürlich keine Monsterwellen. Der Kapitän begleitet die Taufpatin auf die Bühne. Wie geht's? Aufgeregt. Es ist immer ein schöner Moment, sagen wir mal. Man freut sich immer über sowas. Der Countdown läuft.
Ihre Lebensversicherung ist millionenschwer. Die braucht man wohl bei so einem Auftritt. Die Taufzeremonie beginnt. Helene Fischer und der Kapitän. Dann hebt sie ab. 10 Meter hoch. Mit High Heels neben dem Stahlgiganten. Doch der Wind drückt sie immer wieder nach unten. Entweder hat sie keine Angst oder lächelt sie souverän weg. Profi. Dann der Höhepunkt. Ich taufe dich auf den Namen Mein Schiff 3. Kalt und aufregend war es, sagt sie, und muss weiter zu einem Konzertauftritt. Ein Multitalent, menschlich ohne Allüren. Millionen Fans lieben sie dafür.